Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Webinar Top Cyber-Sicherheitsprobleme bei der Migration in die Cloud. Mein Name ist Andreas Parsold, ich bin Sales Engineer bei der Firma F-Secure und ich freue mich über die zahlreichen Teilnehmer. Ja, und Sie als Teilnehmer werden in irgendeiner Form bereits mit der Cloud zu tun haben. Sie sind in der IT tätig, das heißt, Sie haben in irgendeiner Form sicher schon mit der Cloud zu tun. Und um hier gleich mal eine Prognose in den Raum zu werfen, das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie hat eine Studie beauftragt und das Berliner Beratungsunternehmen Berlekom Research hat die Prognose aufgestellt, dass in Deutschland die Umsätze mit Public Cloud Computing bis 2025 von derzeit circa 650 Millionen Euro auf über 20 Milliarden Euro ansteigen wird. Ja, das ist eine starke Prognose, sage ich mal. Und wie gesagt, Sie sind in irgendeiner Form in der IT tätig. Das heißt, Sie wissen, Cloud ist da, Cloud ist überall, Cloud ist nicht mehr wegzudenken. Und das ist auch gut so, denn Cloud hat viele Vorteile. Aber natürlich auch klar, Cloud bringt auch Probleme mit sich. Und ich sag mal, in Deutschland gibt es zwei so große Säulen. Zum einen natürlich die Sicherheitsbedenken. Das ist das, wo ich heute auch ein bisschen drauf eingehen will. Also die Probleme bei der Migration in die Cloud hinsichtlich Security. Aber ein weiteres großes Problem, warum das Thema Cloud einfach noch ein bisschen verhalten in der deutschen Region angesehen wird, sind einfach rechtliche Unklarheiten, rechtliche Bedenken. Oft ist man sich nicht so ganz sicher, wie ist da die Lage und man genießt das Ganze sozusagen noch mit Vorsicht. Dass aber auch Deutschland bereits ja in der Cloud-Nutzung angekommen ist, zeigt die nächste Folie. Also wir sehen hier die Nutzung von Cloud Computing in Unternehmen in Deutschland in den Jahren 2011 bis 2019. Der Branchenverband Bitkom und die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG veröffentlicht jedes Jahr den Cloud Monitor. Das ist eine Studie zur Nutzung und Umgang der Unternehmen hinsichtlich der Cloud. Dieses Jahr veröffentlicht im Juni. Und woher kommen diese Zahlen? Woher kommen diese Daten? Die kommen von 555 befragten Geschäftsführer und oder IT-Führungskräften aus Unternehmen ab 20 Mitarbeiter. Und wie Sie sehen, hier ist ein stetiger Anstieg da, manchmal mehr, manchmal weniger. Aber jetzt im Jahr 2019, also letztes Jahr, waren wir bereits bei 76%. Also man kann sagen, drei Viertel oder eigentlich über drei Viertel der Unternehmen in Deutschland nutzen bereits in irgendeiner Form die Cloud. Ja, und das ist auch kein Wunder, denn die Cloud bietet viele Vorteile, bringt viele Vorteile mit sich, um einfach nur mal ein paar zu nennen. Ich habe in der Regel eine Kostenersparnis. Ich habe mehr Flexibilität. Meistens auch, weil ich IT-Ressourcen eben nach Bedarf skalieren kann. Und ich habe in der Regel einen reduzierten IT-Administratoraufwand. Aber natürlich auch klar, die Cloud bringt auch Probleme mit sich. Und heute wollen wir uns im Bereich Security umschauen, besonders bei der Migration in die Cloud. Ja, und wir haben hier so ein grundlegendes Problem im Bereich Security, denn die traditionelle Denkweise, was Security angeht, ist nicht mit den Cloud-Services vereinbar. Also wenn ich jahrzehntelang das klassische traditionelle Rechenzentrum verwende, dann habe ich so eine, ja, man könnte sagen, tief verwurzelte Rechenzentrumsmentalität. Und dann kommt auf einmal dieser neue Cloud-Service daher und der funktioniert komplett anders. Und ich kann diese zwei Welten ja einfach nicht miteinander vereinbaren. Und wenn ich mit dieser alten Denkweise an die Migration rangehe, dann werde ich diese behindern und es birgt auch einfach Gefahren, besonders im Bereich der Security, wenn ich eben den Punkt Security in der Cloud genauso anwenden will, wie ich es in meiner herkömmlichen bisherigen IT getan habe, mit dem klassischen Rechenzentrum. Ja, und da kommen wir zum ersten Problem. Und zwar vorhandene Sicherheitsarchitektur wird auf Cloud angewendet. Also wenn ich im eigenen Rechenzentrum bin, dann kann ich in der Regel jedes Detail selbst überwachen und kontrollieren. Ich kann die Netzwerkströme wachen, ich habe Logs zum Auswerten etc. Ich habe in der Regel vor meinen Systemen vorgeschaltete Security Appliances, die meine Systeme schützen und für ja, globale Sicherheit in dem Netzwerk sorgen. Wenn ich jetzt versuche, diesen bisherigen Sicherheitsansatz, diese Sicherheitsarchitektur in die Cloud zu migrieren, dann ist das falsch oder wird schlichtweg auch einfach nicht funktionieren. Denn ich habe zum Beispiel gar keine Möglichkeit mehr, die Netzwerkströme zu überwachen. Denn das liegt alles auf der Seite des Cloud-Betreibers und der gibt mir da in der Regel keinen Zugriff drauf. Das heißt, ich kann diesen klassischen Ansatz sozusagen gar nicht
auf die Cloud anwenden. Und dann kommen wir zum nächsten Problem. Cloud-spezifisches Sicherheitskonzept fehlt. Also wenn ich diesen bisherigen Security-Ansatz, zum Beispiel durch eine vorgeschaltete Appliance, auf die Cloud anwenden will, ja, dann funktioniert das nicht. Und dann ist oft das Problem, dass cloud-spezifische Sicherheitsprobleme nicht zu Beginn identifiziert werden. Das ist aber das, was ich eigentlich tun müsste. Ich müsste diese cloud-spezifischen Sicherheitsprobleme von Anfang an herauskristallisieren, damit ich dann mit cloud-spezifischen Sicherheitslösungen darauf reagieren kann, dass ich diese anwenden kann. Als Beispiel, ich habe eine Web-Application. Früher habe ich eine Appliance davor geschaltet, die hat für die Sicherheit gesorgt. Die hat mein Server sicher gemacht und die Web-Applikation dahinter sicher gemacht. Heute kann ich das so in der Form nicht machen, wenn ich die Web-Application irgendwo in einem Cloud-Service gehostet habe. Und deshalb muss ich ein bisschen umdenken. Der Sicherheitsgedanke sollte der einzelnen Web-Applikation gelten. Also ich muss die Web-Applikation selbst sicher machen und nicht mehr die Sicherheit davor schalten. Ich muss einfach ein bisschen umdenken, wie ich die Sicherheit sozusagen, ja, wie ich mit dem Bereich Security rangehe. Also nicht mehr davor schalten, sondern in dem Fall bei der Web-Application diese selbst sicher machen. Der nächste Punkt ist einer, der auch oft nicht bedacht wird, kann man sagen. Verantwortung der Sicherheit innerhalb der Cloud wird missachtet. Denn viele sehen die Sicherheitsverantwortung rein beim Cloud-Anbieter. Und der Betreiber der Cloud, der hat auch eine gewisse Verantwortung für die Cloud. Zum Beispiel physische Sicherheit von Rechenzentren, Authentifizierung und Identifikation, um eben unberechtigten Zugriff zu unterbinden. Das sind zum Beispiel Verantwortungen im Bereich des Cloud-Betreibers. Die Sicherheit innerhalb der Cloud liegt jedoch in der Verantwortung des Endanwenders. Und das ist ein Punkt, den viele gar nicht beachten, dass wir hier sozusagen eine geteilte Verantwortung haben. Cloud-Anbieter sind für die Sicherheit von der Cloud verantwortlich, Kunden sind für die Sicherheit in der Cloud verantwortlich. Also der Anbieter hat die Verantwortung in der Infrastruktur und dem Service Level, denn er ist der Datenverarbeiter. Der Kunde hat sie aber auf Datenebene, denn er ist der Datenbesitzer. Und diese Kundenverantwortung auf Datenebene wird oftmals ja einfach nicht bedacht. Das heißt, die Verantwortung, zum Beispiel die Vergabe von Berechtigungen, liegt auf Seiten des Kunden oder das Sicherheitsverhalten der Mitarbeiter. Ebenso schädliche Inhalte in der Cloud sind Verantwortung des Kunden, genauso wie der Schutz vor gezielten Angriffen, also Phishing, Social Engineering. Das ist alles Teil des Kunden, also die Kundenverantwortung. Und hier haben wir mit Office, Microsoft Office 365 ein schönes Beispiel, denn es ist das beliebteste Ziel bei E-Mail-Angriffen. Kein Wunder, denn Microsoft Office 365 ist mit 180 Millionen Unternehmensmailboxen der aktuell größte Cloud-Service-Anbieter. Somit auch kein Wunder, Angriffsmethoden werden darauf ausgerichtet und getestet, von Microsoft Sicherheitsmaßnahmen unentdeckt zu bleiben. Und aufgrund der großen Beliebtheit über Office 365 werden ungewöhnlich überzeugende Phishing-Kampagnen gegen Unternehmen jeder Größe gestartet. Also jetzt könnte ich sagen, als Nutzer von Office 365, ja, ich habe das ja bei Microsoft gebucht, die werden sich da schon drum kümmern. Das ist leider nicht ganz so. Also wenn wir uns mal hier die Features im Vergleich anschauen, wenn ich bei E1 und E3 bin, dann habe ich in dem Bereich Security Anti-Malware und Anti-Spam. Und natürlich hier leider auch, da das ja jeder hat, stützen sich die Angreifer darauf, ihre Angriffe so zu gestalten, dass Microsoft als Lösung nicht anschlägt. Und das Paket E5 haben die wenigsten, weil es einfach eine Kostenfrage ist. Und dann habe ich keinen Schutz für Anhänge, für Links und URL-Scanning in diversen Formen. Und da kommen wir als F-Secure, als Hersteller ins Spiel, denn wir bieten die Cloud Protection für Office 365 an, damit der Kunde seiner Aufgabe der Sicherheit der Daten innerhalb der Cloud gerecht werden kann. Bisher habe ich vor meinem Mail-Server ein Mail-Gateway geschalten. Ich habe auf dem Exchange zum Beispiel selbst noch einen Virenschutz installiert, der direkt in die Postfächer reinscannt, der eben meine E-Mail scannt, meine Anhänge etc. Ja, das kann ich jetzt so in der Form bei Office 365 nicht machen. Ich bin als Kunde aber trotzdem in der Verantwortung für die Daten, also in dem Fall für die Mails innerhalb der Cloud und muss sicherstellen, dass hier eben nichts passiert. Und da bieten wir eben als F-Secure unsere Lösung an, die Cloud Protection für Office 365, damit der Kunde auch dieser Verantwortung gerecht werden kann und hier eben auch den Schutz seiner Mails innerhalb der Cloud garantieren kann. Der nächste Punkt, ja, der beginnt eigentlich schon ein bisschen vor der Cloud. Und zwar unzureichende Kenntnisse
über die eigene Umgebung. Es mangelt oft an dem benötigten internen Know-how über die eigenen Systeme. Also es fehlen die Fachkräfte oder die passenden Spezialisten verlassen das Unternehmen. Also es hat zum Beispiel mal ein Mitarbeiter ein System aufgebaut, der ist nicht mehr vorhanden, der ist gegangen. Und der neue Mitarbeiter oder der Kollege, der das übernommen hat, das System, der kennt das mehr oder weniger nur oberflächlich. Der kann das so am Leben halten, aber er kennt den ganzen Hintergrund, den Unterbau dazu nicht. Und solche technische und andere internen Hindernisse werden im Vorfeld natürlich nicht bedacht. Und dann fehlt es letztendlich am vollständigen technischen Know-how der vorhandenen Struktur. Und aufgrund dieser Lücken, auf diesem fehlenden Wissen, unterschätzen Unternehmen oft den Umfang und die Schwierigkeit, die so eine Migration in die Cloud eigentlich mit sich bringt. Ja, und daraus ergibt sich dann die unerwartete Komplexität der Migration. Also das Problem des fehlenden technischen Wissens über die eigenen Systeme erhöht natürlich zusätzlich das Problem, einen vernünftigen Plan zur Migration zu erstellen. Das Unternehmen verfügt nicht über alle Kenntnisse der vorhandenen Struktur, um dann diesen Prozess der Migration effizient zu bewältigen. Und die Erfassung, Bereinigung und Verarbeitung von Datenbeständen bereitet dann natürlich in der Planungs- und Ausführungsphase große Schwierigkeiten und am Schluss scheitert es daran, ein robustes Prozessmanagement in die Cloud sowie eine zielgerichtete Strategie zu definieren. Und selbst wenn ich gut bin im Planen und Aufstellen von Prozessen etc., wenn ich das System, das ich eigentlich migrieren will, nicht ausreichend kenne, werde ich einfach nicht alle Probleme im Vorfeld abdenken können und in meinen Plan, in meinen Prozess einbauen können, da ich das System nicht ausreichend kenne. Und das wird am Schluss zu Problemen führen oder kann definitiv zu Problemen führen. Der nächste Punkt ist einer, der leider generell oft missachtet wird, und zwar der End-User, der Benutzer, der am Schluss vom Bildschirm sitzt. Der wird in der IT-Security leider sehr oft missachtet und dabei ist er ein wichtiger Punkt in dieser ganzen Kette und ohne ihn bräuchte man oftmals diese ganze Maschinerie davor gar nicht. Fehlende Nutzerschulungen zum Umgang mit der Cloud. Also gefolgt von diesen Problemen der unzureichenden Kenntnisse der eigenen Umgebung, natürlich dann gepaart mit der Komplexität der unerwarteten Migration, fehlende Prozesse, der Plan geht nicht auf etc., kommt oft noch das Problem hinzu der fehlenden bzw. mangelhaften Nutzerschulungen, sowohl während dem Übergang in die Cloud als auch danach. Und bei der Migration in die Cloud ändert sich halt meist auch was für den Endanwender. Ich meine, klar, für die Admins ändert sich was, die haben neue Tools, die haben jetzt andere Systeme und so weiter. Da ist logisch, dass sich was ändert. Aber meistens ändert sich halt auch was für den Endanwender, dass die Daten jetzt nicht mehr im eigenen Rechenzentrum liegen, sondern in der Cloud. Und selten wird er angemessen darüber informiert, also während des Prozesses und auch danach nicht. Und selten oder gar nicht wird er meist geschult, was jetzt die Änderung angeht und der Umgang des neuen Systems in der Cloud. Und das ist so ein generelles Problem in der IT-Security, dass der End-User leider oftmals nicht bedacht wird, obwohl er ein wichtiger Bestandteil in dieser Kette ist. Ja, und dann haben wir noch ein, ich würde sagen, generelles Problem, und zwar eine generelle Abwehrhaltung gegenüber der Cloud. Also ich bin der Meinung, dass das schon noch besonders in Deutschland vorherrscht, und da muss man einfach ganz klar sagen, ja, die Veränderung beginnt in den Köpfen. Also eine erfolgreiche Migration in die Cloud kann nur funktionieren, wenn ich mich darauf einlasse. Also die Migration in die Cloud und der Umgang mit der Cloud kann nur funktionieren, wenn ich auch bereit dazu bin. Und viele Administratoren fürchten halt leider zum Beispiel einen Kontrollverlust. Ja, ich habe ja die Systeme nicht mehr in der Hand, die sind nicht mehr bei mir und so weiter. Und dann reden sie sich die Cloud generell schlecht, ohne sich richtig darauf einzulassen, ohne sich richtig damit zu befassen, was es eigentlich für sie bedeutet, dass es auch für Vorteile für sie haben kann. Und solch eine Abwehrhaltung kann natürlich Probleme verursachen, die eigentlich nicht sein müssten, beziehungsweise eigentlich gar nicht existieren. Aber wenn ich natürlich, ja, wenn ich zum Beispiel gezwungen werde, in Anführungszeichen, mit dem System zu arbeiten, mich aber nicht darauf einlasse, wird es dazu Problemen kommen und es wird eine Fehleranfälligkeit da sein, weil ich einfach nicht mit dem entsprechenden richtigen Gedankengut an die Sache rangehe sozusagen. Und das ist ein Problem, das ich schon noch heutzutage sehe, auch im deutschen Raum, dass viele Administratoren einfach mit so einer generellen Abwehrhaltung an die Sache rangehen und das kann einfach zu Problemen führen. Das war's letztendlich schon mit den Top-Sicherheitsproblemen bei der Migration in die Cloud. Also generell möchte ich noch als Schlusswort sagen, ich hoffe, falls Sie gerade in der Situation sind, dass Sie ein System in die Cloud migrieren müssen oder in der Vorbereitung sind,
dann hoffe ich, dass ich mit diesen Punkten hier Ihnen ein bisschen was mitgeben konnte, dass Sie vorab schon mal klären, um da nicht in die Probleme reinzulaufen. Und generell muss ich sagen, verteufeln Sie die Cloud nicht. Ich weiß, es ist im deutschen Raum nach wie vor etwas schwierig, aber die Cloud hat viele Vorteile. Natürlich bringt sie auch Probleme mit sich, aber das bringt der klassische Rechenzentrumsbetrieb auch. Und es sind Probleme, die man lösen kann. Man muss natürlich entsprechend sie vorab betrachten und entsprechend die Denkweise vor allem im Bereich Security ändern, wenn es um Cloud geht. Dann werde ich mal in die Fragen reinschauen. Was kostet Cloud Protection für Office 365 bei F-Secure? Ja, das ist eine gute Frage. Ich kann Ihnen da jetzt keine pauschale Antwort nennen. Was ich Ihnen aber auf jeden Fall sagen kann, wir sind günstiger als Microsoft im vergleichbaren Produkt und Preise bekommen Sie natürlich gerne auf Anfrage bei unserem Vertrieb oder bei Ihrem F-Secure-Partner. Da nicht davor zurückschrecken, jederzeit anfragen, dann bekommen Sie da ein individuelles, kostenloses und unverbindliches Angebot natürlich. Was haben wir noch? Ja, das passt auch sehr gut dazu. Wo stehen die Cloud-Dienste bei F-Secure? Also ich gehe mal davon aus, das bedeutet, wo sie gehostet werden. Und unsere Cloud-Services werden alle in Europa gehostet. Wir sind ein europäischer Anbieter und hosten entsprechend natürlich auch unsere Services innerhalb Europas. Ja klar, wird es eine Aufzeichnung vom Webinar geben? Ja, wird es definitiv. Und wir schicken dann im Nachgang auch wieder die Informationen rum mit den Folien und entsprechend dem Videolink. Sehen Sie die Entwicklung in Deutschland von derzeit 76% Cloud-Nutzung Richtung 100%? Also das bezieht sich auf die Folie, die wir am Anfang gesehen haben, wo wir 2019 bei 76% Cloud-Nutzung waren. Und ich sehe definitiv eine Entwicklung, ja, über diesen 76% hinaus, das schon. Ich denke nicht, dass wir 100% die erreichen werden, denn es wird immer kleinere Betriebe geben, die sozusagen die den Bedarf nicht haben. Ein kleiner Handwerksbetrieb, der einen PC hat mit einer E-Mail-Adresse, das langt ihm sozusagen. Das heißt, die 100% werden wir nie ganz erreichen. Aber wo ich auf jeden Fall eine Entwicklung hinsehe, ist auch in die Breite. Also wenn ein Unternehmen schon die Cloud nutzt, dann wird sie nicht davor zurückschrecken, das noch auf ja, weitere Dienste auszuweiten und einfach mehrere Cloud-Dienste in Anspruch zu nehmen. Und man sieht ja auch, der Trend geht in Richtung Multicloud-Strategie. Das heißt, wir werden auf jeden Fall ein Wachstum über die 76% haben. Wir werden aber vor allem einen Wachstum in die Breite auch haben. Habe ich noch eine Frage? Kann ich meine On-Premise-F-Secure-Installation mit der Cloud Protection verbinden? Es gibt in gewissen Bereichen schon die Möglichkeit, dass wir unsere On-Premise-Lösungen mit der Cloud-Lösungen verbinden, jetzt in dem Fall aber nicht. Also die Cloud Protection ist jetzt in dem Fall wirklich, also für Office 365 ist wirklich, für Office 365 und in einer lokalen Installation, im lokalen Exchange funktioniert das nicht. Also ich muss schon auch den Cloud-Dienst von Microsoft nutzen, um die Cloud Protection entsprechend da anbinden zu können. Dann gibt es noch eine Frage, der Unterschied Cloud Protection zu Office 365 zu E5 von Microsoft, ob es da noch weitere Funktionen gibt, die das abdecken. Also wir haben ja schnell kurz die Liste gezeigt, die es in der Schnelle natürlich zeigen soll, wenn Sie da sagen, Sie haben mehr Interesse, mehr Bedarf an der Lösung, was sie alles kann, wie sie im Detail aussieht, dann auch jederzeit einfach unseren Vertrieb kontaktieren, dass Sie da Interesse an einem Webinar, einer Produktvorstellung haben. Dann werden Sie hier natürlich jederzeit ja diese Informationen in einem persönlichen Webinar bekommen, damit Sie da dann entsprechend auch sehen, was kann das Produkt eigentlich, wie ist es aufgebaut und können da auch entsprechend natürlich Ihre Fragen loswerden, um wirklich ein Gefühl dafür zu bekommen, wie das Produkt aussieht. Das würde ich mal sagen, war es zu den Fragen. Wenn ich jetzt noch einzelne übersehen habe, dann werde ich die natürlich im Nachgang noch beantworten. Ich danke Ihnen vielmals für die Teilnahme. Ich hoffe, ich habe Ihnen jetzt keinen Schrecken eingejagt, was die Migration in die Cloud angeht. Wie gesagt, es gibt immer Punkte, die man bedenken muss. In dem Fall hoffe ich, dass ich Ihnen mit dem Webinar ein paar Punkte vorab an die Hand geben konnte. Wie gesagt, das Ganze wird aufgezeichnet. Sie bekommen im Nachgang die Folien und die Aufzeichnung natürlich zugeschickt. Und ich wünsche Ihnen hiermit schon mal ein schönes Wochenende, bedanke mich nochmal für die Teilnahme und hoffe, wir sehen uns im nächsten Webinar.